Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt, beziehungsweise zurück zu Geisterjäger Delaware St. John. Ja, das ist der zweite Teil, die Stadt der Toten. Wieder haben wir auch zwei Kapitel hier, immer Bild des Grauens und dann noch Kapitel 2, Hort der Verzweiflung. Ja, den ersten Teil kennt ihr ja schon, den haben wir auch schon komplett hochgeladen und ja, ich weiß nicht, ich wollte in dem Sinne einfach mal alle drei Reihen für euch let's playen. Würde ich mal sagen, fangen wir mal nicht großartig an zu quatschen, sondern wir starten mit der Kapitel 1, Bild des Grauens. Seit dem Vorfall von Morriswell Manor, dem Haus der Toten, habe ich viel nachgedacht. Warum habe ich diese Visionen? Warum werde ich in meinen Träumen heimgesucht? Kelly ist der Meinung, wir seien alle auf vorherbestimmten Pfaden unterwegs und dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht. Ich frage mich, wo dann der Sinn des Lebens ist, wenn alles schon vorherbestimmt wäre. Ich zweifelte an Kellys Meinung, zumindest bis zum letzten Vorfall. Der brachte mich zum Grübeln, ob an der Sache mit dem Schicksal nicht doch etwas Wahres dran ist. Es begann, als ich Kelly in ihrem Buchladen aushalf. Wir entrümpelten das Lager, was anscheinend seit Jahren überfällig war. Da fiel ein alter Atlas geöffnet vor meine Füße. Ich fühlte mich fast magisch zu dem Buch hingezogen, als wäre es kein Zufall, dass es da lag. Als ich auf die Seite sah, hörte ich die Stimmen. Sie flüsterten. Plötzlich erschien ein Umriss auf der Karte. Es sah aus wie eine Stadt. Ich zeigte es Kelly, aber sie konnte es nicht sehen. Sie recherchierte den Ort, konnte aber keine Stadt verzeichnet finden. Etwas Merkwürdiges ging davor und ich musste es erforschen. Ich begab mich in die Gegend, die auf der Karte zu sehen war. Ich befand mich inmitten eines dichten Waldes. Erst als ich genauer hinsah, entdeckte ich eine alte Straße, die in den Wald führte. Vollkommen zugewuchert und kaum zu erkennen. Ich beschloss, ihr zu folgen. Es schien mir, als wäre ich Stunden gelaufen, als sich endlich der Wald vor mir öffnete und ich auf eine Lichtung hinaustrat. Da sah ich es. Eine Reihe von Gebäuden, eines neben dem anderen. Und keine Menschenseele war zu sehen. Mein Name ist Delaware St. John und dies ist die Geschichte von der Stadt der Toten. Ja, die Stadt der Toten. Ja, wie ihr schon sicherlich wisst oder vielleicht auch noch nicht, von dem Game bzw. von Geisterjäger Delaware St. John gibt es drei Teile. Einmal Haus der Toten, dann Stadt der Toten, dann einmal die Seacliff-Tragödie. Und ja, eigentlich sollte noch ein vierter Teil rauskommen, der das alles auflösen sollte. Und zwar irgendwas mit einem Sanatorium oder so in der Art. Ja, aber das Problem ist nur, dass der, glaube ich, nie rauskommen wird oder wird eventuell noch später rauskommen. Also, ja, das Game hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel in dem Sinne. Also, bezweifle ich eigentlich, dass es nochmal rauskommen wird, also der vierte Teil. Naja, irgendwo schade gemacht, weil das Game hat es doch irgendwo an sich. Also, ich finde es schon ganz geil gemacht. Es ist mal kein schwieriges Point-and-Click-Adventure, sondern eher, ja, ein leichteres. Also, muss man auf jeden Fall mal gezockt haben, auch so für ein bisschen Jüngere von euch, die mal sich mal gruseln wollen, also ist das Spiel echt empfehlenswert. Und jetzt kommen hier die gammeligen Credits. Hätten sie irgendwie am Ende machen müssen. Und nicht irgendwie jetzt am Game, aber okay, müssen wir wohl irgendwie durch. Produzenten James Schaub und Brian Wiggele. Oh, ich glaube, das waren sie schon alle, oder? Weil ich habe jetzt nur ein schwarzes Bild. Jo, wir haben es geschafft. Wie konntest du mich wieder überreden, hier zu bleiben? Ich gehöre ebenfalls in die Wildnis. Na, so wild bist du doch gar nicht. Außerdem stehe ich nicht in der Wildnis. Ich stehe in einer Stadt. Ha, ha, ha. Sehr witzig. Weißt du, was du... Moment, was hast du gesagt? Eine Stadt? Laut Ortung per VIC solltest du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können. Jep, und so sollte es wohl auch aussehen. Die Straße, die in die Stadt führt, wurde umgegraben und mit Bäumen zugepflanzt. Der Ort ist verlassen. Aber nicht im Sinne von, und sie zogen aus und führten woanders ein glückliches Leben. Die Läden sind immer noch bestückt. Und die Autos stehen auf den Straßen. Was immer hier passiert ist, verheißt nichts Gutes. Hat die Stadt einen Namen? Das ist das besonders Seltsame. Alle Schilder, die sich auf den Stadtnamen beziehen, sind entweder verrottet und unleserlich oder zerstört. Als würde jemand die Stadt geheim halten wollen. Eine Stadt ohne Namen, was? Eine harte Nuss. Aber es muss irgendwo Aufzeichnungen über eine Stadt geben, die dort gebaut wurde. Ich werde Simon anrufen. Ich könnte seine Hilfe brauchen. Simon?
Naja, je mehr Verrückte, desto besser. War ein Scherz. Ich werde mich umsehen, das wird eine lange Nacht werden. Oh ja, eine geheim verborgene Stadt, die wir uns mal angucken dürfen. Die Tür ist abgeschlossen. Alles klar, das fängt ja schon mal wieder gut an, also wir kennen es ja noch vom ersten Part. Da bin ich reingekommen, kein Grund wieder zu gehen. Okay, was haben wir hier? Etwas wirklich Heftiges muss hier passiert sein, dass man eine solche Immobilie den Ratten überlässt. Okay. Ja, scheint schon wieder alles irgendwie abgeschlossen zu sein, was wir auch schon wieder größtenteils aus dem ersten Teil kennen. Was haben wir denn hier? Ein Kino. Now playing How to Hunt Duck, oder was? Du Scheiße, das fängt jetzt schon gut an, ey. Hallo? Oh. What the fuck? Wenn man von einem Skelett ein Kinoticket kriegt, dann ist der Film sicher zum Sterben schön. Ja, definitiv, also... Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Verschlossen. Ja, wir kriegen ein Ticket, aber kommen nicht rein, oder wie? Verschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Ah, ist alles verschlossen, toll. Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Was haben wir denn hier? Sieht nicht so aus, als käme ich hier weiter. Okay, wenigstens haben wir kostenloses Öl. Das sieht doch schon mal gut aus. Der Hintereingang. Abgeschlossen. Es muss noch einen anderen Weg reingeben. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Warum gehst du nicht die Rettungsleiter hoch, die da war? Wenn die Leiter nur ein bisschen niedriger hängen würde, dann könnte ich sie runterziehen. Spring ja nicht, John. Spring ja nicht. Ist ja zu viel verlangt. Was gibt's hier? Ein zerbrochener Regenschirm. Vielleicht doch noch zu gebrauchen, wer weiß. Na gut, dann müssen wir, glaube ich, damit irgendwie was runterhangeln oder sowas, wenn er das überhaupt kann. Können wir ausprobieren. Ja, das ruhig offen machen. Oder? Keine gute Idee, die Leiter hochzuklettern. Die sieht nicht sehr stabil aus. Die andere sah auch nicht stabil aus und wolltest du hochklettern. Du bist komisch. Ja, doch. Ah, okay. So kommen wir also rein. Ja, was haben wir hier? Oh. Formular zur Beendigung von Arbeitsverträgen. Der Arbeitsvertrag mit den Angestellten Star Josh Martin, achso, wird mit sofortiger Wirkung beendet. Ort der Betriebsstätte Starlight Cinema 1156 Main Street. Grund für die Beendigung ist Kündigungswunsch, Ruhestand, Entlassung. Besteht die Möglichkeit einer Wiedereinstellung? Ja, nein, nein, ist angekreuzt. Anmerkung: Josh Martin muss entlassen werden, da er. Was? Boah, immer diese Sauklauen, ey, damit hat die schon bei Scratches solche Probleme gehabt. Da er abstande ist, oder sowas, keine Ahnung, die Besucher des Lichtspielhauses in angemessenem Umfang zu behandeln und in ausreichender Marke Service zu bieten. Er wurde mehrfach berichtet, dass Joss Martin in Hörweite von Besuchern eine unangemessene Sprachweise und schmutzige Wörter in den Mund nahm. Dies in gestalten Maße, sobald seine Freunde anwesend waren. Zudem erschien mir mental labil zu sein. So beobachtete ich vergangene Wochen einen Streit zwischen ihm und einem anderen jungen Mann. Offensichtlich wegen seiner Freundin. Ich sehe mich gezwungen, ihn zu entlassen, um weitere Ausbrüche in diesem Lichtspieltheater oder gar Schlimmes zu vermeiden, da dieses Haus schließlich in meinen Verantwortungsbereich fällt. Charles Epps, Theaterbesitzer. Okay. Da wurde wohl jemand entlassen irgendwie. Hört sich auf jeden Fall irgendwie nach einem Rachefeldzug an, also... Naja, machen wir schon. Das sagt ja irgendwo mal schon wieder alles. Was haben wir hier? Die Uhr ist um 12:45 stehen geblieben. Okay. Ja, aber auch nichts weiteres, ne? Wie wir sagen. Kinder, hätten Sie Anstand und Moral, wäre es nie so weit gekommen. Gute Hilfe ist schwer zu finden heutzutage. Ich sag's immer wieder, die Jugend von heute, nur noch Sex und schmutzige Wörter im Kopf. Mir reicht es. Jemand muss etwas dagegen unternehmen. Oh Gott. Hey, Delaware, schon was Interessantes gefunden? Nur wenn du komplette Körpererscheinungen als interessant einstufst. Sag mir bitte, dass du das aufgenommen hast. Ja, also, die Kamera. Weißt du, manchmal vergesse ich, dass ich eine habe. Es gibt ja in der Tat etwas Ungewöhnliches. Als die Erscheinung, erschien, ging meine Taschenlampe aus. Als sie verschwand, ging die Lampe wieder an. Muss ich wirklich was zu deiner Vergesslichkeit sagen?
Was das mit der Taschenlampe angeht, es gibt Theorien, dass Geister für ihr Erscheinen Energien anzapfen müssen. Vielleicht hat die Erscheinung die Energie aus den Batterien der Taschenlampe genutzt. Na toll, wenn das so weitergeht, tappe ich bald im Dunkeln. Ich dachte, daran hättest du dich schon gewöhnt. Na klar. Ich will nie wissen, du für eine gammelige Tasche hast. Taschenlampe oder sowas. Was haben wir hier? Die Tür ist abgeschlossen. Okay, mal wieder nichts Neues. Da ist das Treppenhaus, aber wir gehen noch nicht nach unten, denn wir gucken uns hier oben nochmal um. Was? So. Ah. Gehen wir jetzt mal durch. Was haben wir hier? Überraschung, die Tür ist verschlossen. Ja, machen wir ja nichts Neues, John. Das wird nicht ungestraft bleiben. Ich habe gesehen, was du mit ihr gemacht hast. Ich habe aber nichts getan, ich schwöre. Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Wer nicht hören will, muss büßen. Du kriegst das, was du verdienst. Ich werde die Polizei rufen. Wer, wenn du abhaust? Oh. Ich schätze, jemand will mich nicht da drin haben. Umso neugieriger bin ich jetzt, was da drin ist. Ja, und wir schaffen es. Sinnlos, bewegt sich nicht. Mach's nochmal. Sinnlos, bewegt sich nicht. Hey, kommst du echt nie rein? Sinnlos, bewegt sich nicht. Ja, toll. Verschlossen. Sinnlos, bewegt sich nicht. Ja, alles klar, dann müssen wir wohl irgendwie einen anderen Weg finden. Auf jeden Fall ist das gerade nicht gut angehört. Irgendwie, als ob da jemanden was wirklich was antun will. Was ist das denn für ein Knurren? Okay. Da sind wir reingekommen. Was haben wir hier? Hä? Das ist ja komisch. Verschlossen. Okay, auch verschlossen. Da hat jemand hinter geweint. Komisch, komisch. Was haben wir hier? Einen alten Gammelautomaten. Die Tür ist abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Was haben wir hier? Die Tür klemmt. Die klemmt. Die Tür klemmt. Die klemmt auch. Alles klar, ist ja nichts Neues hier. Delaware, ich habe ein paar Informationen über die Stadt finden können. Hoffentlich auch alle coolen Locations. Hier ist es ein bisschen öde. Schon klar. Also die Kleinstadt wurde als Kommune im frühen 20. Jahrhundert erbaut, geführt von einem Priester namens Jedediah Epps. Er brachte seine Familie mit, seine Frau Anna, seine Tochter Helena und seinen Sohn Charles. Das erklärt zumindest den seltsamen Kerl, der das Filmtheater führte. Wie meinst du das? Ich hatte ein Zusammentreffen mit Charles und seinem heiliger als alle anderen Salmon. Ich glaube, er hat seinen Glauben versucht, um und durchzusetzen. Erzähl ihm von der Siedlung. Klingt, als hättest du Gesellschaft. Ja, Simon ist hier. Ich habe ihn gebeten, rüberzukommen und mir zu helfen. Eine Stadt ohne öffentliche Eintragungen zu finden, ist nicht so einfach. Hey, Delaware, alles klar bei dir? Pass auf, dieser Ort. Er ist ein vorherbestimmtes, phantasmisches Phänomen. Simon, habe ich dir schon mal gesagt, dass ich deine Erklärungen liebe? Nicht? Warum wohl nicht? Okay, hier also von der Malsterbliche. Die Familie, die sich dort ansiedelte, war besessen vom Konzept eines Utopias. Sie hatten das Land für sich alleine, bis jemand kam und es ihnen unter ihrem Hintern wegkaufte. Das führte zur Entstehung der Stadt, in der du gerade stehst. Und was führte zu den letzten Tagen dieser kleinen Stadt? Das ist noch nicht klar. Die Informationen sind eher spärlich. Online lässt sich nichts finden. Deshalb hat sich Simon daran gemacht, frühere Einwohner aufzuspüren. Aber das gestaltet sich als schwierig. Ich schätze, dass sie nicht besonders begeistert darüber waren, als ihre glückliche Kommune modernisiert und öffentlich gemacht wurde. Macht weiter mit den Nachforschungen. Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist, wenn wir es beenden wollen. Oh ja, das müssen wir echt mal herausfinden. Was haben wir denn hier? Na super, gar nichts Besonderes. Hallo, junge Frau. Kann ich Sie fürs Kino begeistern? Ich bin ein bisschen zu alt für Kinderfilme. Außerdem fängt in 15 Minuten meine Schicht im Diner an. Immer nur Arbeit. Du solltest mehr Spaß in deinem Leben haben. Wie wär's denn mit ein bisschen Spaß nach der Arbeit? Ich komme so gegen 11 Uhr vorbei, okay? Also wir können auch Spaß haben. Gib mir Geld. Offen hier. Ach nee. Schon wieder ein komisches Rätsel. So nicht. Okay. Ah.
Jetzt offen? Ding! Mal offen. So nicht. A. D. Und B. So nicht. Auch nicht. D. A. B. So nicht. Das gibt's noch nicht. Machen wir mal ABD oder so, oder ABC, was da mal stehen mag. So. So nicht. Auch nicht. So. Jetzt googeln. So nicht. Och man. Das kann doch nie sein. Jetzt googeln. So nicht. Okay, machen wir ganz normal noch. Letzter Versuch. So nicht. Gammelteil. Was ein Scheißteil. Echt, brech das Ding in aufkommen. Kannst du nicht. Tja, Leute, was sich hier in der Kasse befindet und was hier noch passieren wird in dem Kino, dies und noch viel mehr, werden wir in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Geisterjäger Deadwire St. John. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß beim Gruseln. Bis dahin. Ciao.